bin Juliana, bin 11 Jahre alt und ich wünsche mir, dass die Menschen weniger Müll produzieren. Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden durch die Arbeit von Müllmännern, weil ich habe halt gesehen, wie viel Müll die an einem Tag wegbringen und das war viel. Ich wünsche mir für die Erde, dass die Menschen sie nicht so verdrecken. Ich glaube, dass man Müll nicht komplett vermeiden kann, aber vielleicht ein bisschen. Man könnte aus Müll Häuser machen oder halt aus Schuhkartons Schränke, dann hätte man auch direkt schon die Fächer. Wahnsinn, was alles so im Müll landet. Hier schaut mal, Flipflops, Plastikfolie, Konservendosen, alte Autoreifen, Holz. Ich finde, Juliana, du hast vollkommen recht, das Zeug kann man ja noch irgendwie nutzen. Vielleicht sogar ein Haus draus bauen. Hallo bei Erde an Zukunft. Aber nicht nur, wenn ein neues Haus gebaut wird oder ein altes abgerissen wird, entsteht Müll, sondern auch in unserem ganz alltäglichen Leben. Denk mal zum Beispiel an den Supermarkt. Viele dieser Sachen hier, die sind verpackt in Konservendosen oder auch in Plastikfolie. Das ganze Zeug landet am Ende im Müll. Und unsere heutigen Zukunftsmacher, die wollten es mal ganz genau wissen, wie viel Müll wir eigentlich den lieben langen Tag so produzieren. Hallo, wir wollen in Zukunft weniger Müll produzieren. Wir haben eine ganze Woche lang Müll gesammelt und dann haben wir den jetzt hier aufgehängt, damit wir halt mal sehen, wie viel Müll wir so insgesamt in einer Woche verbrauchen. Also das macht mich irgendwie auch ein bisschen traurig, dass wir so unsere Welt verschmutzen. Also hier finde ich es blöd, dass die in Plastik verpackt sind, die Möhren, weil man die auch einfach im Bündel kaufen kann ohne Plastik und die dann seine Butterbrotdose tun kann. Ja, und mich stört auch diese Plastikhüllen, weil man kann auch einfach Zahnputztabletten benutzen. Das sind die Zahnputztabletten. Man nimmt sie genauso wie die Zahnpasta in den Mund. Und dann lösen die sich auf und dann kann man sich ganz normal die Zähne putzen. Mich stören hier solche Plastikflaschen wie die, die und diesen Becher, weil das einfach nur unnötige Umweltverschmutzung ist und man könnte das auch einfach dann in seine Flasche, die man mit zur Schule nimmt, reinfüllen. Ich wünsche mir, dass die Leute weniger Müll machen. Dieses Prinzip Zero Waste, also kein Müll zu produzieren, das kann man auch beim Häuserbauen anwenden. Hier, dieses Haus in der Schweiz, das wurde komplett aus Müll und recycelten Materialien hergestellt. Und das Coolste ist, diese Blöcke, das sind so Module in der Mitte des Hauses, die kann man komplett aus dem Haus rausziehen. Da wurde nichts geschraubt, nichts geklebt, sondern alles wurde gesteckt. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie hier diese Holzverbindung. Die Idee dahinter ist, wenn am Ende das Haus umgestaltet werden soll oder alles abgerissen wird, dann kann man das wieder in seine Einzelteile zerlegen und die Materialien weiter verwenden. Eine ganz ähnliche Idee, das hatten die Entwickler des sogenannten Earthship. Das ist ein Haus, das seine eigene Wärme und sein eigenes Wasser herstellt. Und das Beste ist, jeder soll es bauen können, und zwar aus den Dingen, die wir wegwerfen. Ein Haus aus Müll also. Ich bin auf dem Weg zum Wohnprojekt Tempelhof in Süddeutschland. Hier soll angeblich auch ein Haus aus Müll stehen. Hallo Max. Hey, willkommen. Hi. Ich muss erst mal sagen, Max, ich bin ein bisschen überrascht, weil das sind ja ganz normale Wohnwagen, die ihr habt. Ich dachte, ihr wohnt in einem Haus aus Müll. Wo ist denn das? Guck mal hier. Das da. Das ist ja auch ein normales Haus. Das Earthship, also Erdschiff, ist ein sehr besonderes Haus. Sind das alte Flaschen? Ja, richtig, Glasflaschen, Bottle Pricks. Zwei Flaschen durchgesägt und zwei Böden miteinander verbunden, gibt dann einen Baustein und kann dann wieder damit so hochgemauert werden. Was habt ihr noch so für Bausteine hier drin? Was habt ihr noch an Müll verwendet? Na, viele Autoreifen, 1300 Autoreifen wurden hier verbaut in den Mauern. Die Autoreifen wurden mit Erde gefüllt und daraus entstehen dann die Hausmauern. Helfer aus 17 Ländern haben ein Jahr lang geschuftet, um das Earthship zu bauen.
Von Autoreifen keine Spur mehr. 10 Erwachsene und 7 Kinder leben hier in einer Lebensgemeinschaft. Lebensmittel kommen vom benachbarten Acker. Der Strom stammt zu 80% aus der Sonne. Das Earthship nutzen alle Bewohner als Gemeinschaftshaus. Hier treffen sie sich zum Spielen, Kochen, Quatschen und... Ah, okay, das ist also hier das Bad. Ach krass, aber ihr duscht dann da und da ist Glas und die Badewanne und das ist alles offen. Genau, ist unser Gemeinschaftsbad. Wir können hier duschen, es gibt genügend Raum. Hier kann man nebenher Zähne putzen, in der Badewanne liegen und das Wasser geht dann direkt in die Pflanzenkläranlage. Das wird dann auch weiterverwendet? Richtig. Alles funktioniert wie ein ökologischer Kreislauf. Das ist jetzt quasi dann so euer Wohnzimmer oder euer Gemeinschaftsraum mit Küche, wo dann alle zusammenkommen? Genau, es kann gekocht werden, wir essen hier, abends wohnen oder am Nachmittag. Super gemütlich, aber was ich jetzt gerade mal schaue, ihr habt keine Heizungen hier. Das ist Fußbodenheizung oder wie? Das ist ja das Besondere, glaube ich, bei euch, oder? Ja, das ist so der Trick von dem Gebäude, dass es so gebaut ist, dass man sehr viel Speichermasse hat, die Sonne praktisch direkt den Boden bescheint, aber auch dann die Rückwand. Das Earthship kann sich komplett selbst versorgen, und zwar zu jeder Jahreszeit. Im Sommer gelangen die Sonnenstrahlen über die großen Fenster in die Räume. Im Winter speichert die Mauer die Wärme innen. Die Mauern mit den Autoreifen funktionieren als Energiespeicher. Autoreifen sind ein Abfallprodukt und besonders stabil. Wenn sie mit Erde gefüllt werden, eignen sie sich hervorragend zum Dämmen. Wärme ist also geklärt. Wo bekommt ihr Wasser her? Unser Regen fällt aufs Dach und läuft dann über das Dach in die Zisternen. Das Dach ist begrünt. Dadurch können Schadstoffe gefiltert werden. Hier oben wird das Regenwasser gesammelt. Weil es gerade trocken ist, machen wir einen Test mit einem Topf Wasser. Das Wasser sickert durch die Steine und Pflanzen und landet in der Zisterne. Dort wird es gefiltert und dann kommt es ins Haus. Sag mal, Max, was macht ihr denn aber, wenn es jetzt mal lange Zeit nicht regnet? Ja, wenn es lange Zeit nicht regnet, muss man eigentlich mit dem Regenwasser haushalten. Also gucken, was ist unser Verhalten und wie sind die Prognosen. Man ist so ein Teil des gesamten Kreislaufs als Mensch. Und so funktioniert das Haus auch. Das Earthship ist also 100% unabhängig und kann sogar unseren kalten Wintern standhalten. Das ist ja auch ein bisschen so ein Haus, was ja dann mit euch irgendwie lebt, oder? Und nicht nur einfach dasteht und... Ja, man braucht ein Bewusstsein und gleichzeitig versorgt sie uns auch wieder. Ja. Ziemlich abgefahren. Also ich finde es super, das Haus produziert das eigene Wasser, produziert eigene Wärme und es ist aus Müll gemacht. Insofern, mir gefällt es, ich ziehe ein. Gut, dann willkommen. Nein, ich nehme euch keinen Platz weg. Danke dir ganz herzlich, war super schön heute bei euch. Mach's gut. Ciao. Schon cool, diese Earthships, also richtige Häuser aus Müll. Also, ich hätte da ja noch einen anderen Vorschlag. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Schwupps. Wow, Isa, was soll denn das? Naja, auf so einem Teil kann man nicht nur gut sitzen, sondern man kann daraus auch Häuser bauen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Richtige, stabile Häuser. Der Vorteil? Strohballen lassen sich mit viel weniger Energie herstellen als viele andere Baumaterialien. Außerdem gibt's Stroh überall, wo Getreide angebaut wird. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. Und was ist jetzt, wenn mein Meerschweinchen plötzlich die Wände anknabbert, weil es Hunger hat? Du könntest sie mit ein bisschen Stroh reparieren. Aus deinem Kopf. Sehr witzig, Isa. Ja, das stimmt. Egal ob Stroh oder Autoreifen, Freunde, Häuser aus Müll, also aus recycelten Materialien, sind möglich. Und die sind ja auch schön bunt, sehen auch stylisch aus und vor allem, sie sind umweltfreundlich und nachhaltig. Das heißt, es wird kein extra Müll produziert, um diese Häuser zu bauen. Damit sind doch alle Punkte erfüllt, die sich Juliana am Anfang der Sendung gewünscht hat. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erde anzukommen.